meine kleinen Sprotten und die kleinen Krabben. Hallo. Wir freuen uns, euch endlich wiederzusehen und ihr uns hoffentlich auch. Also, wir fangen gleich an mit unserem Guten Morgenlied. Genau, los geht's. Guten Morgen wünsch ich dir, guten Morgen euch allen hier. Schaut euch ins Gesicht und dann klatscht in die Hände, wie's jeder kann. Klatscht in die Hände, wie's jeder kann. Guten Morgen wünsch ich dir, guten Morgen euch allen hier. Schaut euch ins Gesicht und dann stampft mit den Füßen, wie's jeder kann. Stampft mit den Füßen, wie's jeder kann. Guten Morgen wünsch ich dir, guten Morgen euch allen hier. Schaut euch ins Gesicht und dann setzt euch auf den Bügel, wie's jeder kann. Setzt euch auf den Pöker, wie es jeder kann. Also, wir singen heute wieder ein bisschen mit euch und haben uns noch was anderes überlegt. Also, heute kommt erstmal unser Teddybär. Habt ihr zu Hause einen, könnt ihr gleich holen, dann könnt ihr mit dem Teddy zusammen tanzen. Oder ihr schnappt die Mamis oder die Papis oder eure Geschwister. Okay. Genau. Wir stehen wieder auf. Wir stehen wieder auf. Gut, wir fangen mal an. Teddybär, dreh dich um. Teddybär, mach dich krumm. Teddybär, hebt ein Bein. Teddybär, das ist ein. Na, könnt ihr euch noch dran erinnern an das Lied? Wollen wir es nochmal gleich sehen? Ja, das okay. Machen wir gleich nochmal. Teddybär, dreh dich um. Teddybär, mach dich krumm. Teddybär, hebt ein Bein. Teddybär, das ist ein. Sehr schön singen. Ja, wir sind noch voll im Singen drin und hoffen, dass ihr alle mal wiederkommt. Oh ja. Also, ich habe mal ein bisschen rumgestöbert, meine Kinder gefragt, was es noch so Lieder gibt, die wir nicht kennen. Und das Lieblingskuscheltier meiner Kinder ist im Moment das Krokodil. Also habe ich mir überlegt, wir singen heute mal ein Krokodillied. Also, vielleicht habt ihr auch so ein süßes Zuhause. Wir fangen einfach mal an. Also, genau. Wer es kennt, kann gleich mitmachen. Wer nicht, muss es zurückspulen. Immer genau. Wieder. Nochmal und nochmal. Okay. Was schwimmt denn da? Ein Krokodil aus Afrika. Macht das Maul weit auf, macht das Maul wieder zu. Will fressen einen kleinen Kakadu. Doch der König sagt nein. Krokodil, das darf nicht sein. Sonst sperre ich dich in eine Kiste ein. Da weint das Krokodil, da weint das Krokodil und schwimmt zurück zum Nil. Mach das Maul weit auf, mach das Maul wieder zu und lässt den kleinen Kakadu in Ruhe. Na, wer kennt's? Ich nicht so gut. Ja, wir üben noch, aber wenn ihr wiederkommt, dann entdeckst du hier. Dann können wir das alles. Okay, alles klar, wir machen das gleich nochmal. Wir probieren es nochmal. Wir probieren, vielleicht schaffen wir es jetzt auch nicht. Was schwimmt denn da? Ein Krokodil aus Afrika. Macht das Maul weit auf, macht das Maul wieder zu. Will fressen einen kleinen Kakadu. Doch der König sagt, oh nein, das Krokodil, das darf nicht sein. Sonst sperre ich dich in eine Kiste ein. Da weint das Krokodil und schwimmt zurück zum Nil. Mach das Maul weit auf wieder zu und lässt den kleinen Kakadu in Ruhe. Ja, hast schon mal schön, ne? So, die beiden Lieder könnt ihr jetzt noch mal üben, den ganzen Tag, bis wir uns dann Montag wiedersehen. Genau. So, und damit das Wochenende nicht ganz so lang wird, haben wir uns überlegt, wir zeigen euch noch ein paar von unseren und euren Lieblingsspielen. Dieses Ding heißt Farbkringel
von einer Firma, die 4 Buchstaben hat, die ich aber wegen der Werbung nicht nennen darf. Genau. Also, eigentlich liegt es alles in der Kiste. Und selbst unsere Kleinsten, wie Alea und Alex, können das schon super. Also, es kommen eigentlich nur diese kleinen Stäbchen rein, diese kleinen Bolzen rein. Und unsere Kleinen sind noch nicht ganz so farbsicher. Die stecken natürlich alle Farben auf alle Kringel rauf. Die Großen können schon mal suchen, welches Türkis zu welchem Kringel passt. Okay, und das kann man quasi mit allen machen. Hellblau zu hellblau, pink zu pink oder, genau, oder rot zu grün. Nein, das passt nicht. Oder ist alle Bolzen rein, so wie eure Kinder Lust haben. Also wenn ihr noch Spielideen braucht, das ist eine von unseren absoluten Favoriten. So, genau. Und noch ein schönes Spiel ist unser Fädelspiel. Dazu braucht ihr eine Schnürsenkel, dann macht ihr unten einen Knoten rein. Hier hat schon einer fleißig vorgefädelt. Und dann nehmt ihr euch einfach ein paar Federn, und könnt das hier so rauffädeln. Wie heißen die denn? Murmeln. Murmeln, genau. Murmeln. Nehmt euch ein paar Murmeln mit Löcher, Kugeln, alles was ihr findet und könnt das dann rauffädeln. Wir haben hier sogar auch noch ein paar Kastanien vom letzten Herbst gehabt, da haben wir Löcher reingebohrt und haben das auch zum Fädeln benutzt. Und das finden die Kinder immer ganz, ganz toll und da können sie sich auch ganz lange mit beschäftigen. Genau. Schön zu sehen, dass die Kinder alles alleine machen können. Brauchen sie nicht an eure schönen Betriebe. Genau. Alles klar. Also wer noch Fragen hat, wie es in echt heißt, kann uns gerne eine E-Mail schreiben. Oder ruft an. Genau. Wir sind für euch da. Genau. Okay. Wir sehen uns Montag. Tschüss.